Wir haben unsere Kernforderung zur Landtagswahl zusammengestellt und die ganzen Programme analysiert. Und klar ist bei den Grünen eine hohe Übereinstimmung mit unseren Forderungen. Und deswegen ist es für uns auch wichtig, dass grüne Positionen im nächsten Landtag vertreten sind. Biodiversitätsstrategie, Naturschutzgesetz, Jagdgesetz. Viel ist in der letzten Legislatur von den Grünen durchgesetzt worden. Und wir Natur- und Artenschützer brauchen deswegen auch grüne Politik, um unsere Interessen auch im künftigen Landtag zu finden. Hier am Loch von Garzweiler 2 kann ich nur sagen, die Grünen haben es geschafft, das Loch zu verkleinern, die Abbaumenge zu verkleinern. Das reicht aber nicht für die Zukunft. Das muss weniger werden aus Klimaschutz- und Landschaftsschutzgründen. Und deswegen müssen Grüne dafür sorgen im Landtag, dass das auch passiert. Die Grünen haben es geschafft, Straßenbaumittel in den Nahverkehr umzulenken. Jetzt wollen sie ein 2-Euro-Ticket einführen für 2 Euro am Tag durchs ganze Land. Das wäre super, wenn wir das bekommen würden. Deswegen brauchen wir eben solche grünen Ideen auch im künftigen Landtag.